Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der internationale Terrorismus soll nach dem Willen der EU entschiedener bekämpft werden. Dies machten nach den Staats- und Regierungschefs heute auch die Finanzminister auf ihrem Treffen in Lüttich deutlich. Sie wollen dem Geldfluss unter terroristischen Gruppen einen Riegel vorschieben und verstärkt gegen Geldwäsche vorgehen. Finanztransaktionen sollen nach den Anschlägen in den USA genauer unter die Lupe genommen werden. Nur noch am Rande ging es auch um die Vorstellung der neuen Euro-Währung. Fast waren sie froh, dass sie auch etwas Konkretes vorzuzeigen hatten. Die europäischen Finanzminister bei der feierlichen Präsentation der neuen Euro-Banknoten und Münzen. Doch im Zentrum der zweitägigen Konferenz im belgischen Lüttich stand neben den kurzfristigen Hilfen für die europäischen Luftfahrtgesellschaften ein ganz anderes Thema: die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Natürlich hat auch dieser ECOFIN noch sehr unter dem Eindruck der schlimmen, der furchtbaren Terroranschläge in den Vereinigten Staaten gestanden und ihrer Folgen. So sind in Deutschland, Frankreich und Belgien verdächtige Geldgeschäfte im Zusammenhang mit den Terroranschlägen offengelegt worden. Jetzt wurde die EU-Kommission beauftragt, sämtliche Bewegungen an den internationalen Finanzmärkten zu verfolgen und Bericht zu erstatten, denn inzwischen kristallisiert sich immer eindeutiger heraus, dass Aktivitäten an den internationalen Finanzplätzen über Adressen mit den notwendigen Fachkenntnissen geplant und durchgeführt worden sein müssen. An den Börsen soll es offensichtliche Spekulationen vor dem Hintergrund der Attentate gegeben haben. Deshalb soll jetzt der Datenaustausch zwischen Börsen, Banken und Nachrichtendiensten intensiviert werden. Außerdem sollen sämtliche Konten des Hauptverdächtigen Bin Laden, soweit bekannt, eingefroren werden. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist auch ein Kampf gegen undurchsichtige Geldgeschäfte. Und der ist schwer zu führen. Umso enger heute der Schulterschluss der europäischen Finanzminister. Sie zeigten mit ihrem Maßnahmenpaket erst einmal eins: den deutlichen Willen zum gemeinsamen Handeln. Nach der Weigerung Afghanistans, den Moslem-Extremisten Bin Laden auszuliefern, verstärken die USA ihren Truppenaufmarsch in der Region. Für die Offensive gegen die mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge sind zusätzliche Militärmaschinen und Kriegsschiffe an den Golf beordert worden. Auch für die Entsendung von Eliteeinheiten soll schon grünes Licht gegeben worden sein. Barksville, Louisiana, heute Nacht. Schwere B-1 und B-51-Bomber fliegen Richtung Golfregion und Indischen Ozean. Das genaue Ziel blieb geheim. Die USA verstärken weiter ihre Militärpräsenz im Mittleren Osten. Fort Bragg, North Carolina. Eliteeinheiten der Bodentruppen sind in ständiger Bereitschaft. Sie warten auf ihren Marschbefehl, üben in kleinen Einheiten Häuserkampf und Hubschraubereinsatz. Auch ihr Einsatz gehört zu den militärischen Optionen der US-Regierung. Dass Afghanistan das erste Angriffsziel sein wird, gilt zwar als sicher, doch niemand weiß, wann und wie die USA angreifen werden. Alle operativen und strategischen Planungen unterliegen der strikten Geheimhaltung. Die Nation bereitet sich jetzt auf Krieg vor, sagte der Sprecher des Weißen Hauses gestern Abend. Zu Hause droht Amerika eine Rezession. Der geschlossene Ronald Reagan-Flughafen in Washington, Symbol für die schwer getroffenen Airlines. 100.000 Leute wollen sie entlassen und die Börse erlebt ihre schwärzeste Woche seit dem großen Crash vor 61 Jahren. The American economy is fundamentally strong. In einer Radioansprache von Camp David aus versicherte Präsident Bush den Amerikanern heute, die US-Wirtschaft sei stark und werde die Folgen der Anschläge verkraften. Mit über 30 Milliarden Mark will er den Airlines helfen. Amerikanischen Presseberichten zufolge wurde jetzt der Stimmenrekorder der entführten Boeing ausgewertet, die am 11. September nahe Pittsburgh abgestürzt ist. Lautes Geschrei beweist demnach, dass wilde Kämpfe zwischen Passagieren und Entführern stattfanden. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben noch nicht. Für die Militäraktion haben die USA weitere konkrete Hilfsangebote erhalten. Der NATO-Partner Türkei gibt seinen Luftraum und seine Flughäfen frei. In Usbekistan, einem Nachbarland Afghanistans, sollen bereits amerikanische Aufklärungsflugzeuge stationiert sein. Saudi-Arabien will dagegen, wie es in Washington heißt, den Aufbau einer Kommandozentrale nicht gestatten. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben indessen die Beziehungen zu Afghanistan abgebrochen. Nur Saudi-Arabien und Pakistan erkennen die Taliban jetzt noch als legitime Regierung an. In den USA sind die Fahnder offenbar auf Hinweise gestoßen, dass weitere Anschläge geplant waren. In mindestens zwei Passagiermaschinen sollen versteckte Teppichmesser entdeckt worden sein, wie sie auch die Attentäter von New York bei den Flugzeugentführungen verwendet hatten.
Aus den Trümmern des World Trade Center wurden heute weitere 11 Leichen geborgen. Vermisst werden dort nach einer neuen, höheren Schätzung der Behörden 6.558 Menschen. Bürgermeister Giuliani hatte sie gebeten, die berühmte Stäubenparade nicht abzusagen. Doch New Yorks Deutsch-Amerikaner wollten so kurz nach der Katastrophe nicht feiern. Stattdessen versammelten sie sich in der St. Paul's Cathedral für einen Trauergottesdienst. In seiner Predigt warnte Erzbischof Edward Egan, voreilig über die Verantwortlichen des Anschlags zu richten. Wir müssen sie finden und wir müssen sie vor ein ordentliches Gericht bringen. Wir werden sie mit Augenmaß bestrafen, wenn wir Beweise haben. In der Nacht zuvor hatten 60 Stars aus Musik- und Filmszene ein Benefizkonzert gegeben, das aus Sicherheitsgründen an geheimen Orten in New York und Los Angeles stattfand. Zuschauer waren nicht eingeladen, dafür wurde die Veranstaltung im Fernsehen in 156 Ländern übertragen. Am Ende hatten die Organisatoren 244 Millionen Mark Spenden gesammelt. Rund um die Trümmer des World Trade Center setzen die Helfer inzwischen immer mehr schweres Bergungsgerät ein. Offiziell gelten die Arbeiten hier noch als Rettungseinsatz, inoffiziell als Aufräumarbeiten. Die Stimmen derer werden immer leiser, die glauben, dass man unter tonnenschweren Trümmerteilen noch jemanden lebend finden kann. 6.333 Menschen werden offiziell vermisst. Viele der Helfer hier sind völlig übermüdet. Die Arbeiten gehen rund um die Uhr weiter und sollen auch nicht unterbrochen werden, wenn sich morgen Nachmittag 60.000 New Yorker zur großen Trauerfeier im Yankee-Stadion versammeln. Spitzenpolitiker der Grünen haben vor einer bedingungslosen Unterstützung für Militäraktionen der USA gewarnt. Auf einem Parteikongress in Göttingen erklärte die Grünen-Vorsitzende Roth, der Kampf gegen den Terrorismus umfasse auch militärische Mittel. Es dürfe jetzt aber nicht um Krieg gegen ein Land gehen. Umweltminister Trichin sagte, die USA bräuchten Solidarität. Das Recht auf Selbstverteidigung schließe jedoch Rache nicht mit ein. Die Bundeswehr ist nach Ansicht von Generalinspekteur Kujat zur Zeit für weitere Kriseneinsätze in der Welt nicht ausreichend gerüstet. Schon für die laufenden Operationen auf dem Balkan gäbe es nur einen Bruchteil des Personals, das eigentlich nötig sei, so Kujat auf einem CSU-Treffen in München. Es sei nun wichtig, die Reform der Bundeswehr so schnell wie möglich voranzutreiben. Papst Johannes Paul II. Ist zu einem viertägigen Besuch in Kasachstan eingetroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde am Flughafen der Hauptstadt Astana vom kasachischen Präsidenten und zahlreichen geistlichen Würdenträgern empfangen. Der Papst warnte in einer Ansprache vor einem Krieg, sprach aber die Krise nach den Terroranschlägen in den USA nicht direkt an. Der 81-Jährige sagte, Konflikte sollten nicht durch Waffengewalt, sondern durch friedliche Mittel und Dialog gelöst werden. Nach der schweren Explosion in einem Chemiewerk in Toulouse ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Nach jüngsten Angaben sind bei dem gestrigen Unglück in Südfrankreich mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. 650 Personen werden noch in Krankenhäusern behandelt. Unter den Trümmern der zerstörten Fabrik werden noch bis zu 20 Opfer vermutet. 400 Rettungskräfte sind mit Suchhunden im Einsatz, um mögliche Überlebende zu finden. Die Wucht der Explosion hatte gestern einen Krater von 50 Metern Durchmesser in den Boden gerissen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. Häuser, die kilometerweit entfernt stehen, wurden schwer beschädigt. Die französische Regierung sagte Soforthilfen zu. Der seit mehr als zwei Wochen vermisste Dennis aus Osterholz-Scharmbeck ist tot. Endgültige Gewissheit brachte heute das Ergebnis einer abschließenden DNA-Analyse. Ein Mann hatte die Leiche des Jungen am Mittwoch in einem Waldstück nahe Zeven gefunden. Der Neunjährige war aus einem Schullandheim in Wulsbüttel verschwunden, 40 Kilometer vom Fundort entfernt. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen ist in München das 168. Oktoberfest eröffnet worden. 200 zusätzliche Polizeibeamte sollen die Besucher vor möglichen Terrorakten schützen. Keine Blasmusik, sondern Blues. Changing Times, mit diesem Lied über die Gefahren eines weltweiten Krieges, eröffnete der amerikanische Sänger Albert C. Humphrey heute Mittag das 168. Oktoberfest. Wegen der Terroranschläge in den USA wurde der festliche Einzug der Wiesenwirte abgesagt und auch das traditionelle Anzapfen des ersten Fasses Bier durch den Oberbürgermeister fiel heute aus. Darf man nach schrecklichen Erlebnissen und in schweren Zeiten fröhlich sein,
Das ist eine Frage, die jeder Mensch für sich beantworten muss. Und jeder sollte auch andere Entscheidungen respektieren. Aus Angst vor Attentaten findet das größte Volksfest der Welt unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Hunderte von Polizeibeamten versuchen auch mit Spürhunden, die Besucher bestmöglich zu schützen. Die meisten Gäste, so scheint es, lassen sich den Spaß dennoch nicht verderben. 7 Millionen Menschen zog es im letzten Jahr auf die Wiesn. Eine Zahl, die heuer wohl nicht zu erreichen ist. Die Veranstalter können trotzdem zufrieden sein. Eine komplette Absage des Oktoberfestes hätte zu Verlusten von rund 1 Milliarde Mark geführt. In der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern den Startrekord von Bayern München aus dem Jahr 1995 eingestellt. Die Pfälzer gewannen heute gegen Hertha BSC Berlin und feierten damit bereits den 7. Sieg im 7. Spiel. Kaiserslautern hat neben vielen Punkten offensichtlich auch viel Selbstbewusstsein gewonnen. Die Führung schon nach 23 Minuten durch Miroslav Klose, dem Einsatz und dem Willen des FCK, hatte Berlin wenig entgegenzusetzen. Im zweiten Durchgang hatte es zuweilen den Anschein, als seien die Berliner Luft. Den ganz besonderen Duft versprühten nur die Pfälzer 2:0 Lokwenz. Und wenn es Basler bei seinem Elfmeter mit Gefühl statt mit Gewalt versucht hätte, wäre das Spiel schon nach einer Stunde entschieden gewesen. Marcelinho machte es auf der anderen Seite besser und nochmal spannend, 2 Minuten lang. Dann stand sich Berlins Michael Preetz selbst im Weg, das 3:1 ein Eigentor. Ramsi hatte allerdings kräftig dabei gestört. 9 Minuten vor Toreschluss, die endgültige Entscheidung. Dieses Mal der Brasilianer Lincoln etwas schneller als alle Berliner. Und nach 7 Spieltagen schwebt der FCK zwischen 7. Himmel und Hölle Betzenberg. Kaiserslautern hat jetzt komfortable 5 Punkte Vorsprung vor seinem ersten Verfolger. Die Cottbuser Fans träumten vom 2. Sieg gegen die Bayern nach dem 1:0 vom Vorjahr. Doch sie erwachten nach 2 Minuten in der Wirklichkeit, als Alexander Zickler zum 1:0 für die Bayern traf. Ein Jubiläum, es war Zicklers 50. Bundesligator. Nur 2 Minuten später fiel schon die Vorentscheidung. Claudio Pizarro traf zum 2:0 für Bayern. 2 Kopfballtore in 2 Minuten für Cottbus war das Spiel zu Ende, kurz nachdem es angefangen hatte. Was sollte da die zweite Halbzeit noch bringen? Sie brachte ein Eigentor durch Janosch Matjusz, zu dem auch Torhüter Piplitscher seinen Teil beitrug. Bayern siegte in Cottbus mit 3:0, die Revanche für die Blamage vom Vorjahr, damit mehr als geglückt. Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart-Rostock 2:1, Freiburg-Schalke 2:0, Dortmund-Leverkusen 1:1, Hamburg-Bremen 0:4, Köln-Hamburg 1:2. Morgen spielen 1860 München gegen Wolfsburg sowie Mönchengladbach gegen St. Pauli. Die Lottozahlen: 12, 28, 32, 33, 36, 48 und die Zusatzzahl 1. Die Superzahl 1, die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 0, 5, 0, 0, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. September. Der Herbst beginnt von Spanien bis zum Balkan mit vielen Wolken, Regen und Gewittern. Schuld daran ist ein Tief in der Biskaya. Deutlich freundlicher ist es von Nordfrankreich über die Mitte Deutschlands bis Westpolen. Weiter nördlich sorgt das alte Tief 10 noch für Wolken und einzelne Schauer. In der Nacht ist es im Norden Deutschlands meist wolkig, während es im Rest des Landes fast sternenklar ist. Aber rasch bildet sich Nebel, der vor allem an Flüssen und Tälern recht dicht ist. Am Tag ist es im Norden und Süden dicht bewölkt und es fallen einige Schauer. Vom Saarland bis nach Brandenburg ist es trocken und freundlich mit Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Ost. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 10 Grad im Norden und Süden und bis auf 5 Grad in der Mitte des Landes. Morgen werden 15 bis 19 Grad erreicht, am Alpenrand bei Dauerregen nur 13 Grad. Und das sind die Aussichten. Montag heiter mit Wolken und überwiegend trocken, Dienstag und Mittwoch wechselhaft und mehr Schauer, etwas kühler.